Guten Morgen aus Oranienburg. Der letzte Tag der Saison beginnt. Ist richtig klasse. Sieht auch klasse aus hier auf diesem Schlossplatz. Das Wetter, wie ihr seht, ist auch wieder astrein. Es ist etwas frischer, nur 10 Grad, aber es tut den allen nichts ab. Richtig schön, also Wahnsinn. Was für ein tolles Wetter Ende Oktober. Aber ich wiederhole mich ja wie immer. Oh, letzter Tag. Mache auch nicht mehr so viel. Nach Neuruppin zurück sind es nur noch 51 Kilometer. Das ist nicht mehr viel. Ja, habe ich es bald geschafft. Ja, große Highlights. Ja, das zum Beispiel, das Schloss. Natürlich hier Oranienburg. Und vielleicht noch der ein oder andere See. Ja, und Neuruppin selbst wahrscheinlich noch am Ende. Das habe ich mir am ersten Tag ja noch gar nicht angeschaut. Ja, wunderbar. Ich freue mich noch mal drauf. Eine schöne, ruhige Runde. Es ist 8.30 Uhr. Nein, stimmt gar nicht, 8.40 Uhr, also noch wieder recht früh, für nur 51 Kilometer, also ganz ruhig alles wieder anschauen, genießen, ja, und dann war es das für diese Saison. Richtig klasse, also echt toll, diese Tage, dass es die noch gab, aber es geht jetzt erstmal gleich weiter. Ja, gerade eben bin ich auch wieder an Flüchtlingsheim vorbeigekommen, wo die ja, alle untergebracht sind, die Kriegsflüchtlinge. Ja, so weit ist das ja gar nicht von hier. Hab mal geschaut, ja, mit einem Auto oder so wäre das nur 850 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze. Das ist überhaupt nicht weit. Das macht einen so ein bisschen nachdenklich, dass ich hier ja, dieses Jahr echt ein tolles Radeljahr hatte. Ja, und die mussten flüchten. Schrecklich, was in der Welt wieder passiert gerade. Aber ich will diesen Tag trotzdem noch mal genießen. Gedanken sind auch mal woanders, aber heute nochmal bei dieser schönen Landschaft wahrscheinlich. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Hier befinde ich mich nun am Tier- und Freizeitpark Griemendorf, am schönen See gelegen. Ja, die Parks haben auch noch mal zum Schluss noch mal so ein richtiges Aufkommen bei dem schönen Wetter. Da ist bestimmt heute auch und gestern bestimmt auch schon richtig was los. Die haben auch richtig Glück mit diesem traumhaften Wetter. Jetzt ist die Sonne wieder voll da. Es ist sofort etwas wärmer. Gleich kommt wieder die Jacke aus, dann geht es weiter. Ja, was heißt weiter? Es geht nach Kremmen. Kremmen, das ist der einzig große Ort, der eigentlich auf dieser Tour ist. Zwischen hier und Neuruppin. Da ist nicht viel los, aber es ist viel Landschaft, Wald, Seen, Kanäle, alles Mögliche ist wieder dabei. Ja, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Und hier auf dem Wasser, ganz da hinten, gibt es hier sogar einen Wal.
Da läuft er, habt ihr ihn gesehen? Ich weiß nicht, ob es auf der GoPro zu sehen ist. Ich bin hier am wirklich verlorenen Ort. Verlorenen Ort heißt der kleine Ort, das kleine Örtchen hier. Ja, wow. Aber schön ist es, blauer Himmel, aber ganz kommt die Sonne nicht durch. Es ist echt diesig und dadurch ist es noch nicht sehr warm geworden. Also heute ist es etwas zögerlicher, aber trotzdem schön. Kaum Wind, nur eine leichte Brise und hier ist auch sehr einsam. Ich ging gerade durch Wald, Betonplatten, jeden Meter eine Fuge. Dung, 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 dung. War nicht schön, aber ich hatte ja Zeit, bin langsam gefahren und konnte den Wald genießen. Der war richtig toll, schön bunt, hier sehr ruhig, nur ein paar Vögel zu hören. Und hier echt auch sehr ruhig, also richtig schön. Gleich komme ich noch Kremmen, dann geht's weiter. Ist nicht mehr viel, ich habe schon 20 Kilometer hinter mir. Ja, läuft schon ganz schön schnell, zu schnell vielleicht, aber eigentlich bin ich sehr doch langsam unterwegs. Naja, ist auch schon wieder nach 10. Also doch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Aber ist richtig klasse. Schön hier Rad zu fahren. Und weiter geht's. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen Pech. Ja, der Nebel ist wieder da. Sonne ist weg, es ist zugezogen. Kalt oder, ja kalt nicht gerade, aber kühl ist es. Ja, nicht mehr so schön, wie es gerade eben noch war. Ja, so ist es mal im Oktober. Eigentlich war total die Sonne vorhergesagt und jetzt stehe ich hier im Regen, zum Glück nicht im Nebel. Ja, nicht so schön gerade, aber was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Ich bin hier am Bezer See. Mache hier gleich mal eine schöne Pause. Ja, schöner See hier, Badeplatz. Für den Sommer wäre es wieder schön gewesen. Oder wenn es vielleicht jetzt noch die Sonne geschienen hätte, wer weiß. Aber im Moment nicht. Ich mache jetzt zwar gleich mal eine Pause, aber dann geht es auch dann wieder weiter. Ja, ich rede ja die ganze Zeit von Saisonende. Was bedeutet das eigentlich? Ja, von Januar bis Ende Oktober bin ich fast täglich irgendwie auf dem Rad. Indoor, auf der Rolle oder draußen, irgendwo ums Haus rum oder Wochenends, irgendwo weiter weg, größere Touren. Ihr habt es ja gesehen, ich hatte auch viel Urlaub dieses Jahr, zwei Radreisen, einen stationären Urlaub in der Schweiz, echt klasse. Ja, das wird es nächstes Jahr nicht mehr so geben, so viel Urlaub habe ich denn nicht mehr. Der ist jetzt so gut wie weg, aber da wird es sicherlich auch einiges noch geben. Ja, dieses Jahr bin ich echt viel gefahren. Ich habe jetzt, ja, wenn ich hier beendet habe, um die 12.500 Kilometer gefahren. Wie gesagt, ich fahre fast täglich irgendwie Rad drin, draußen. An fast allen Wochenenden bin ich unterwegs gewesen, weiter weg oder ums Haus. Auf jeden Fall längere Touren habe ich an 37 Wochenenden gemacht, von den 44, die es jetzt gab. Also war viel unterwegs, an den anderen war ich fast nur denn ums Haus rum, da hatte ich vielleicht mal nicht so viel Zeit, ja, aber große Touren habe ich sehr viel gemacht. Ihr habt auch nicht alles gesehen, ich war viel in Dänemark auf Übernachtungstouren, ich kann nicht alles verfilmen, es waren Traumtouren, ganz klar, aber eigentlich habe ich mir dann gesagt, dann scoute ich das mal und mache das nächstes Jahr vielleicht nochmal wieder nach am Wochenende, weil das waren wirklich tolle, tolle Touren, also unglaublich, was ich da alles so erlebt habe. Tolle Nächte verbracht an tollen Orten, direkt am Strand und so weiter und so fort. Und jetzt ist erstmal Schluss. Heute ist der letzte Tag. Ich ruhe mich ein bisschen aus, ja, um nächstes Jahr wieder voll durchzustarten. Mal sehen, was es denn bringt. Dieses Jahr war sehr toll.
Ja, und wie gesagt, dieser Ort hier auch sehr schön. Wenn die Sonne scheinen würde, sie versucht es immer wieder. Vielleicht kommt sie auch noch mal. Es wird ja immer wärmer, dann löst sich vielleicht der Nebel ja auch noch mal auf. Es ist ja auch gerade erst 11. Zeit für eine Pause. Ich bin schon über die Hälfte rüber. Ja, keine 25 Kilometer mehr bis Neuruppin. Dann bin ich da. Also Pause und dann geht's weiter. Ja, es macht gerade nicht so einen Spaß gerade. Nicht wegen der Wegbeschaffenheit oder irgendwie sowas, sondern weil man nichts sieht. Man hört überall Kraniche kreischen, Gänse über einen wegfliegen. Aber sehen tut man gar nichts mehr. Jetzt fängt es auch noch an zu tropfen von den Bäumen. Ja, schon fast wie Regen. Ja, schade. Echt schade. Aber irgendwie hat das auch wieder was, wenn man so guckt. Man ist so irgendwie im Nirgendwo, das echt nichts. Keine Häuser, gar nichts, weit und breit. Hat auch wieder was. Es ist ja wenigstens nicht kalt. Aber die Jacke, die ich jetzt angezogen habe, die wird langsam nass. Ich glaube, der Helm, das geht noch. Ist auch noch eine Feuchtigkeit drauf. Aber wie gesagt, es tropft jetzt von den Bäumen, ist schon so eine Art leichter Regen. Na, kann ich nicht ändern. Ist halt so, ich habe die letzten beiden Tage ja echt richtig genossen. Habe ich heute halt Pech. Jetzt sagt die Wetter-App ja natürlich auch. Ja klar, Regen sag ich schon, Nebel. So kann ich Wetter auch machen. Naja, weiter geht's. Ja, Richtung Neuruppin. Ja, gute, ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen weniger als 20 Kilometer sind es noch, so 19, 18 Kilometer. Endlich wieder an einen schönen See nach einer ja holprigen, teilweise sandigen Piste. Bin jetzt hier an Bützsee. Auch wieder so eine versteckte Badestelle hier. So ein Mini-Strand. Ja, aber heute ist wohl nichts mit Baden. Ja, kalt ist es nicht. 15 Grad. Aber es fängt sogar so ein bisschen an, ja, zu nieseln. Es ist richtig feucht, die Luft. Ja, sieht nicht so aus, dass es heute noch was wird. Der allerletzte Tag wird jetzt doch noch ein bisschen grau, so richtig herbstlich. Schade, schade. Hier hätte man wieder eine schöne Aussicht gehabt. Ja, aber es soll nicht sein anscheinend. Ja, Grande Finale ist so ein bisschen jetzt vorbei. Aber von Fahren her ist alles super, macht trotzdem noch Spaß. Ich habe mir den Weg ja ausgesucht. Ich wusste, dass es hier so ein bisschen holpriger wird und sandiger. Aber schade, hier hätte ich noch eine schöne Pause eingelegt. Aber jetzt hier zu sitzen, nö. Ich fahre noch weiter. Neuruppin ist auch nicht mehr so weit. Da am See entlang. Da gibt es bestimmt auch noch mal eine Pausenstelle. Also da melde ich mich da noch mal. Ja, ein bisschen kommt er noch. Altfriesack, glaube ich, kommt als nächstes. Und dann biege ich ein auf die, ja, was ist das, die Westseite des Sees. Und immer weiter nach Neuruppin. 15 Kilometer noch. Ist ja nicht mehr viel. Ja, es ist vorbei. Aber noch mal genießen. Auch wenn es neblig ist und man nicht viel sieht. Schade, schade.
Ja, es hätte so schön sein können. Wie ihr hier seht, wieder eine schöne Badestelle. Bestimmt ein toller Blick hier auf den Neuruppiner See. Und nix ist. Ach man, so schade. Oh, wieder eine tolle Stelle hier. Nichts los, ist ja klar. Ja, soll nicht sein. Aber toll ist es trotzdem. Man kann sich das vielleicht mal vorstellen, wie es sein könnte. Vielleicht muss ich deswegen auch noch mal hierher fahren, um das wirklich mal zu sehen. Ja, heute habe ich halt Pech. Und jetzt geht's weiter Richtung Neuruppin. Auch hier ist nichts zu sehen. Ein bisschen weiter kurz vor Neuruppin. Eine tolle Badestelle wieder. Hätte man bestimmt auch einen tollen Blick auf den See, aber auch dieses Mal nichts. Ach man, ist das so schade. Ja, mal gut, gestern konnte ich das nutzen. Nochmal baden am Werbelinsee, das war doch mal richtig klasse. Ja, aber naja, kann man nichts machen. Das ist ein Grund, wirklich nochmal hierher zu kommen. Also so gar nichts zu sehen. Da habe ich halt nur gar nicht mit gerechnet. Ich hätte vielleicht gedacht mit Hochnebel. Aber was sind das für eine Sichtweiten? 400 Meter, 300 Meter? Allerhöchstens. Dann hört es auf. Ja, aber ich mache hier nochmal eine letzte Pause. Ja, und dann melde ich mich wohl nochmal mitten in Neuruppin. Oder so ein letztes Mal. Ja, eine schöne Snackpause. Ja, und dann war es das mit dieser Saison. Naja, dann bis gleich in Neuruppin. Neuruppin bin ich angekommen im Nebel. Oh, eigentlich ganz schnell hier rein. Schöner Radweg. Oh, unkompliziert. Oh, man hätte so eine tolle Aussicht. Oh, man sieht hier, oder man sieht ein bisschen was hier von der Klosterkirche. Oh, so ein bisschen im Nebel. Schade, schade, dieser letzte Tag. Dieser letzte Tag der Saison, denn doch noch so neblig wurde. Ich dachte vielleicht Hochnebel. Ohne Sonne. Es kalt ist es nicht, 16 Grad. Ja, okay. Es sollte nicht sein. Ich fand es trotzdem irgendwie schön heute. Ich wusste auch, dass das heute nicht so die besten Wege waren. Wäre bestimmt tolle Aussichten zwischendurch gewesen, gerade im zweiten Teil, als der Nebel kam. Naja, ich kann es nicht ändern. Ja, ich kann es auch nicht ändern, dass das jetzt das Ende ist dieses Jahres sozusagen für die Radelsaison. Ja, der ein oder andere kleine Tour werde ich bestimmt nochmal ums Haus machen. Nochmal eine Aussee, aber das werden keine großen Kilometer mehr sein. Tägliches Training auch erstmal so ein bisschen runter.
Dann kriegt man vielleicht ein bisschen Winterspeck und den kann ich dann wieder ab 1.1. abtrainieren. Das habe ich ja dieses Jahr auch gemacht. Ja, am 1.1. gab es gleich eine 100er, ja, wenn das Wetter mitspielt. Ja, und mal schauen, was es nächstes Jahr gibt. Was ich da so geplant habe für 23. Wenn ihr das seht, ist es ja schon soweit. Ja, und dann ist es ja, weiß ich nicht, Februar, März schon. Dann habe ich bestimmt schon die eine oder andere Tour vielleicht schon gemacht. Ja, und ja, es ist jetzt 13.45 Uhr, ich bin schon da. Ja, und jetzt geht es gleich noch wieder zurück nach Hause, 400 Kilometer. Bin mit dem Auto angereist. Ja, Zug war ja auch wieder schwierig. Schienenersatzverkehr, genau an dem Tag, an dem ich anreisen wollte. Ja, denn eben nicht. Ja, also alles gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die drei Tage, besonders die letzten beiden mit Sonne, die waren grandios. Und das wäre es auch hier gewesen. Ja, also möchte ich mich bedanken. Schon mal rückwirkend fürs Jahr 2022, für die ganzen Videos, die ihr geschaut habt, kommentiert habt, Instagram geliked und auch Kommentare. Und ach, wenn ich meine Storys da poste, ach, da kommt ihr immer mit. Also ich würde euch echt sagen, da seid ihr am aktuellsten auf Instagram. Da bin ich immer dran, meine Touren aufzuzeigen. Ja, also ist jetzt Schluss. Möchte ich jetzt mal zum Ende kommen. Es war schön, es wird auch hoffentlich wieder schön werden. Nächstes Jahr 2023, wie gesagt, nicht so viel Urlaub wie dieses Jahr. Ja, schade eigentlich, aber ich muss sagen, es war toll. Besonders gut gefallen hat mir ja natürlich die Radreisen, echt klasse. Am meisten natürlich Schweden. Ja, da war Anbaden, gestern war hier Abbaden am Werbeliner See. Unglaublich. Also es war ein langes Jahr, erfolgreiches Jahr, ein schönes Jahr. Ich hoffe 2023, ich kann jetzt nicht sagen frohes neues Jahr, das ist ja schon alles für euch schon lange vorbei. Aber ich wünsche euch eine schöne neue Radelsaison 2023. Auf dass auch von anderen YouTubern auch wieder sehr viel schöne, tolle Tourenvideos kommen. Ja, denn der Sommer kommt doch bestimmt. Ja, also dann möchte ich das hier nochmal beenden. Ich bin in der Nähe von Berlin. Dann sage ich mal, immer Kette rechts. Gruß an Ronald. Wir hatten schon geschrieben. Ja, es hat nicht geklappt, dass wir zusammenfahren. Aber und dann natürlich immer eine Hand am Lenker lassen. Ihr kennt sie, glaube ich. Also, denn bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin. Tschüss. Ja, und das nächste Video wartet bestimmt schon. Oder vielleicht auf die nächste Tour, die ich schon 2023 gemacht habe. Tschüss. Wir sehen uns 2023.